Lady Gaga sagte im Harper's Bazaar Magazine, wie verstört und depressiv sie am Ende des Jahres 2013 war. Es lag vielleicht auch an ihrer Verletzung und in ihrer abgesagten Tour und auch an den eher schlechten Kommentaren und Verkaufszahlen ihres letzten Albums Art Pop. Sie hat Millionen von Fans und enorme Summen an Geld auf ihrem Bankkonto, aber trotzdem ging es ihr nicht gut. Sie sagte im Magazin, dass sie von dem Kampf mit den Leuten erschöpft war. Sie konnte ihren eigenen Herzschlag nicht mehr fühlen, sie war verärgert, zynisch und hatte diese starke Traurigkeit, die sie wie ein Anker überall runtergezogen hat. Sie wollte dann einfach nicht mehr kämpfen. Dabei war sie auf der Forbes-Liste von den einflussreichsten Promis auf Platz 2 im Jahr 2013. Aber offenbar geht es im Jahr 2014 wieder bergauf. Sie sagte im Magazin, dass sie weiß, dass sie etwas Besseres verdienen würde. Wir wissen, dass Lady Gaga überleben wird.